Europa ist das Top-Thema auf dem Kreisparteitag. Aber an Seehofer und der CSU kommt auch hier niemand vorbei. 120 Mitglieder, streng auf Merkel-Kurs, sauer auf die CSU, vor allem auf Seehofer. Der soll mal schön das tun, was Fechter ihm empfiehlt. Chill die Basis. Relax. Aber nicht alles, was aus Bayern kommt, ist schlecht. Hefeweizen zum Beispiel geht in Ordnung. Aber vielmehr auch nicht. Zu groß die Enttäuschung über das riskante Zündeln in Berlin. Brandgefährlich für Fechter. Eine derartige Situation hatten wir nach meiner politischen Kenntnis in den letzten 30 Jahren nicht. Und das macht die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch zum Teil betroffen. Sie sind belastet. Viele fragen sich also, was treibt den Seehofer um? Wie behandelt er die Kanzlerin? Eine ahnt es, Eva Maria Kors, lange Jahre Bundestagsabgeordnete. Sie weiß, wie Seehofer tickt im Umgang mit starken Frauen. Wobei ich jetzt mal so salopp formulieren will, mit weiblichen Abgeordneten hat er so ein bisschen seine Schwierigkeiten gehabt. Er kommt aus Bayern. So verstaubte Ansichten haben die Südoldenburger schon lange nicht mehr. Auch wenn es sonst Gemeinsamkeiten gibt. Katholisch, konservativ, kinderreiche Familien. Dazu passt die Plastik vor der CDU-Kreisgeschäftsstelle in Vechta. Der Titel Familie. Könnte man auf Berlin umdeuten. CDU-CSU in enger Verbundenheit, die SPD als Dritte im Bunde. Aber mit dem Aneinanderschmiegen ist es offenbar vorbei. Das besorgt den CDU-Kreisgeschäftsführer. Ein Bruch der Schwesternparteien hätte böse Folgen. Wenn es zu einer unionsweiten Lösung kommt und die CSU hier auch antreten würde, glaube ich schon, dass wir Wähler und auch Mitglieder da verlieren würden. Gar keine Frage. Dann hätte die Friedenstaube in Südoldenburg ganz schön viel zu tun. Denn die Sorge, dass hier manche mit der CSU kokettieren, scheint berechtigt. Ich habe einige schon gehört, die gesagt haben, wenn es hier die CDU, CSU gäbe, würde ich die CSU wählen. Oh ja, das habe ich gehört. Da gehe ich ganz stark von aus, dass das passiert. Das geht ja gar nicht, der ist ja nur für Bayern. Und wenn es nach der CDU Fechter geht, soll das bitte auch so bleiben. Kein heimliches Kokettieren mit der CSU. Das setzt aber voraus, dass sich Seehofer und Merkel wieder zusammenraufen. Wie soll das bloß funktionieren? Er soll sich mal zurückhalten und nicht seine Angela Merkel so angiften. Das hilft ihm nicht und der Frau Merkel auch nicht. Vielleicht müssen auch einfach mal Köpfe rollen. Ich weiß es nicht. Aber wessen Kopf? Ja, wenn, dann vom Horst Seehofer. Klartext können die Niedersachsen nämlich auch.